Antworten auf Fragen, die bewegen. Liebe Freunde, unsere ganz besondere YouTube-Rubrik neigt sich langsam dem Ende zu. Durch eure fleißigen Fragen sind nun insgesamt 50 Filme entstanden, ein Buch. Ihr mit euren Fragen seid mir immer eine Inspiration. Und so hoffe ich, dass diese 50 Teile euch auch eine große Inspiration sein können, Hilfe zur Selbsthilfe und Orientierung im Leben auch geben. Schaut euch diese 50 Filme gerne alle an, lernt daraus, arbeitet mit eurer Intuition damit, teilt diese Filme, teilt dieses heilsame Wissen auch mit anderen. Nach 50 Filmen, im Laufe der letzten Filme, habe ich beobachten können, dass eure Fragen langsam sich wiederholen. Und dann ist es ein Zeichen, ein guter Zeitpunkt dafür, mit diesem Film diese Serie schön abzurunden, denn in diesen 50 Teilen gibt es alle Antworten, die ihr sucht. Und der Rest findet ihr sowieso in eurem Herzen. Interessanterweise schließt unsere Serie mit einem Liebesthema ab, mit dem Thema Beziehung, denn ihr habt mir 5 Fragen auch zum Thema Beziehung gestellt. Das ganze Leben basiert auf Beziehungen. Das ist oft das Herausforderndste auch im Alltag, denn jede Beziehung basiert ja auch auf Kompromiss. Und die wichtigste Beziehung ist ja die zu uns selbst. Und da gibt es natürlich sehr viele Fragen, die Erfahrungen bedürfen und wissen. Und aus diesem Bedürfnis, aus diesem Bedarf habe ich ja auch mein Buch geschrieben über die Liebe, über die Partnerschaft. Jede Seele ist in der Liebe zu Hause. Das Geheimnis einer erfüllten Partnerschaft, welches ihr mittlerweile in Taschenbuchform bei Knauer bekommt. Trotz dieses Buches sind 5 Fragen noch aufgekommen, die wir hier wunderbar auch angehen. Lasst uns mit der ersten beginnen. Ich lese gerade dein Buch über die Partnerschaft, wohl eher dieses. Bei dem Kapitel über männliche und weibliche Kräfte in uns, also Vater-Mutter-Beziehung, sehe ich mich in fast allen Punkten der Beschreibung von Frauen mit irritiertem weiblichen Aspekt wieder, also mit einem angespannten Beziehung zu der eigenen Mutter. Es ist eine große Hilfe, wenn man plötzlich auf den Punkt gebracht präsentiert bekommt, worüber man schon lange bei sich rätselt. Danke dir also herzlich für deine wunderbaren Bücher. Ich danke auch. Und die Erkenntnis über die Tatsachenlage ist wohl ein guter Schritt, wenn man nach Heilung sucht. Meine Frage an dich: Wenn eine deutliche Irritation des weiblichen Aspekts vorliegt, also ein Problem mit der eigenen Mutter, ist da eine Psychotherapie ratsam? Oder hast du außer der Übung zur Harmonisierung noch Tipps, wie man bei sich lange eingefahrene derartige Muster und Prägungen auflösen kann? Vermutlich wird es nicht schlecht sein, sich in irgendeiner Form Hilfe dazu zu nehmen. Würdest du eine bestimmte Art der Hilfe zu dem Thema als besonders wirkungsvoll vorschlagen? Nun, wenn man bei seinen Blockaden und Ängsten, gar Erkrankungen nicht weiterkommt, ist eine therapeutische Hilfe natürlich immer ratsam. Und welche Form
das ist, das spürt man ja selber in sich. Und ich als kosmogetische Heilerin schule den Menschen dabei, seine eigenen Selbstheilungskräfte zu nutzen und seine Beziehung zu sich selbst zu stärken, mit seinem Unterbewusstsein zu arbeiten und damit auch Dramen zu heilen, die wir mit unseren Eltern zum Beispiel erlebt haben und diese Dramen dann auch in unsere Partnerschaften weiter hinaustragen, sowie auch in Beziehung zu unseren Kindern sie wiederholen. Dafür mit der Arbeit mit dem Unterbewusstsein braucht man natürlich hilfreiches Wissen, Weisheit, Fertigkeiten, hilfreiche Übungen. Und dieses Gesamtkonzept habe ich in meinem Lehrgang zum kosmogetischen Heiler zusammengefasst. In dieser Ausbildung biete ich den Menschen den Heilungsweg auf, den mir meiner Zeit damals die Engel aufgezeigt haben, der mir geholfen hat. Und gleichzeitig ist er so freilassend, dass jeder für sich in seiner Einzigartigkeit viel mitnehmen kann und auf seine Art und Weise in sein Leben auch integrieren. Und deshalb höre bitte auf dein Herz. Und im Laufe des Lebens wirst du ja die himmlischen Zeichen spüren, die Möglichkeiten, welche sich dir aufkündigen, sehen und womöglich in Liebe auch ergreifen. Sorge gut für dich. Zweite Frage. Mein Freund und ich führen eine glückliche Partnerschaft. Und obwohl ich ihn sehr liebe, bemerke ich, dass immer, wenn er ein paar Tage verreist ist, viel mehr bei mir sein kann. Ich kann viel klarer denken und mehr Erkenntnisse bekommen. Ich bin ein eher nach innen gerichteter Mensch, wohingegen mein Partner sehr extrovertiert ist und fast immer spricht, wenn er nicht gerade hochkonzentriert ist. Hast du einen Tipp, wie ich auch in seiner Anwesenheit meine eigene Präsenz spüren kann? Es ist immer wichtig, in seiner Partnerschaft trotzdem ein Individuum zu sein und nicht symbiotisch miteinander schwingen. Das bedeutet, zu sich stehen, den anderen in seinem So-Sein würdigen, und damit auch einen gesunden Abstand haben neben dieser liebevollen Verbundenheit. Abstand, gesunden Abstand finden wir, damit wir uns in eine Beziehung nicht verlieren, sondern uns selber gut spüren und für uns sorgen können, wenn wir in der Lage sind, in uns zu ruhen. Und in uns selbst ruhen zu können, dafür brauchen wir gewisse Rituale, gewisse Struktur im Leben, zum Beispiel jeden Morgen eine Meditation machen, immer wieder kleine Rückzugsmöglichkeiten suchen, um zum Durchatmen zu kommen, Liebe in sich zu spüren, wieder ganz klar sein Leben und sich selbst zu betrachten. Um bei sich zu bleiben, auch wenn man nicht alleine ist, sondern in Gesellschaft oder in der Nähe des Partners, so sehr man ihn auch liebt, ist das sehr hilfreich, wenn man dabei tiefen Bauchatem bewahrt. Wenn du dich immer wieder auf deinen tiefen Atemfluss fokussierst, hast du gleichzeitig liebevolle Verbundenheit mit deinem Partner sowie gleichzeitig gesunden Abstand. Du bleibst ein kraftvolles Individuum. Und deshalb frage dich beispielsweise mehrmals am Tag, wo bin ich mit meinem Atem? Also wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Und du wirst feststellen, wann bist du zu viel im Außen beim Partner und weißt dann wieder zurück, nach innen zu kehren, tief durchzuatmen und dich in deiner Erdung zu verankern.
Und dann bist du klar bei Kräften und in deiner Freude, bleibst eine individuelle Persönlichkeit. Und das wiederum fördert die Beziehung. Denn jeder Partner möchte auf Augenhöhe dem anderen in die Augen ansehen und gemeinsam stark sein. So sollte jeder Partner auch daran interessiert sein, dass jeder sich wohlfühlen kann und sich darin durch sein Wohlbefinden und Selbstwahrnehmung auch im Leben weiterentwickelt. Dritte Frage: Ändert eine Hochzeitszeremonie etwas an einer Beziehung? Wie stark wirkt ein Ehesakrament? Nun, ein Ehesakrament wirkt gar nicht. Es ist rein gesellschaftlicher und rechtlicher Nutzen und hat seine Berechtigung, wenn man das so will. Für eine Beziehung in ihrer Qualität basiert ja nicht auf ein Sakrament oder auf ein Papier, sondern auf Verbundenheit und Liebe zueinander. Und wenn man sich verbunden fühlt und in Liebe füreinander da ist, dann kann man das natürlich mit einem Ehesakrament machen, wie auch ohne, ist jedem selbst überlassen. Nummer 4. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Freundschaften auseinandergegangen. Mit meinen 63 Jahren gerate ich immer mehr in die Isolation. Das Verwirrende ist, dass ich gern allein bin. Jedoch habe ich Zweifel, dass es der richtige Weg hin zur Gottesverschmelzung ist. Kann es sein, dass meine Seele diesen Weg des Alleinseins gewählt hat, oder ist es mein Ego, welches mich sozial vereinsamen lässt? Für die Gottesverschmelzung spielt es ja keine Rolle, ob du alleine bist oder in Partnerschaft oder mit Freundschaften verbunden. Göttliche Kraft ist ja liebevolles Bewusstsein in uns, welches sich auch durch liebevolle Werte aufzeigt und ein Wohlbefinden. Und wenn du dich im Alleinsein wohlfühlst, dann ist es genau richtig so. Denn jeder entscheidet doch über sein Leben selbst. Nach dem Motto, da, wo kein Problem ist, sollten wir auch kein Problem daraus machen. Jeder darf so leben, wie er möchte. Hauptsache, er fühlt sich doch wohl. Und so kommen wir nun zu unserer fünften und damit letzten Frage. Eine zentrale Frage als Mensch ist hier die Frage nach der Vergebung. Ich weiß, du hast ein Vergebungsgebet, was ich auch gerne genutzt habe. Doch dann und wann tauchen wieder schmerzhafte Erinnerungen auf und es gibt Momente, wo ich sauer bin. Hinterher erinnere ich mich wieder an Menschen, die ich unendlich liebe für ihre Vergebungsfähigkeit, die der Erde so viel Licht und Segen durch ihr Dasein gegeben haben, und würde es ihnen gerne gleich tun. Doch dann scheitere ich schon an kleineren Dingen. Wie komme ich dorthin, beziehungsweise wie haben die das hinbekommen? Also zunächst einmal sollten wir uns bewusst machen, dass Vergebung nicht ein einmaliger Akt ist, sondern Vergebungspraxis ist der Weg nach innen zu sich selbst und ein lebenslanger Prozess, und deshalb mit jedem Vergebungsgebet löst sich wie so eine Zwiebelschicht eine nach der anderen auf und damit das Vergebungsgebet ist auch ein Weg nach innen, den man lebenlang für sich anwenden kann und damit auch aus der Unruhe herauskommen in die Vergebung, in die Liebe, in den Frieden. Auch ein Gebet ist ein Heilungsritual,
setzt Heilkräfte frei für uns wie auch für andere. Vergebung ist auch kein Willensakt nach dem Motto, jetzt will ich das und dann passiert es, sondern das ist ein innerer Prozess, der mit der Lebensreife immer weiter vonstatten geht. Und deshalb ist es immer die Aufgabe, sich immer mehr in dieses Gefühl der Nachsichtigkeit, der Gutmütigkeit, des Gleichmutes, des Selbstvertrauens, der Selbstwürde, des Verständnisses und Mitgefühls, sich immer intensiver hineinzuentwickeln. Ein Gebet öffnet das emotionale Herz für diese liebevolle Werte und hilft somit auch in unserer Seelenstärke, unseren Lebensaufgaben gerecht zu werden. Und damit ist Vergebung eine heilende Kraft und auch Selbstschutz. Warum Selbstschutz? Nun, überlege mal, wenn du sauer bist, wem schadest du in diesen Momenten wirklich? Nämlich dir selbst. Denn in dieser wütenden Schwingung oder in diesen beleidigten Schwingung bist du ja gelähmt, weniger der andere. Und deshalb der einzig wahre Weg ist natürlich über die Selbsterkenntnis, Selbstliebe, Vergebung, öffnet das, erweitert das Bewusstsein, öffnet das emotionale Herz. Also mit jedem Vergebungsgebet und tiefen Empfinden der Liebe wird das Leben Jahr für Jahr, Lebenserfahrung für Lebenserfahrung immer intensiver und leichter. Und so kannst du immer, wenn du nicht weiter weißt, durchatmen, dich mit deinen Gedanken und Gefühlen auf die heilsame Gegenwart fokussieren und das Vergebungsgebet sprechen, und es hilft dir, bei dir zu bleiben und damit beim Wesentlichen im Leben, und das ist die Liebe, so dass du durchatmen kannst und ohne an jemand Bestimmtes denken zu müssen oder ihn bewerten zu müssen, einfach sprechen, dein Herz weiß schon, wofür das ist, und vom Herzen mit Gefühl, nicht vom Kopf. Gefühl setzt dir die Heilkräfte frei, diese Sätze sprechen: Ich vergebe dir für das, was du getan hast, bewusst und unbewusst. Ich bitte dich, mir zu vergeben für das, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Ich bitte alle Menschen darum, dir zu vergeben für das, was du getan hast, bewusst und unbewusst. Ich bitte dich, allen Menschen zu vergeben, für das, was sie getan haben, bewusst und unbewusst. Ich vergebe allen Menschen für das, was sie getan haben, bewusst und unbewusst. Ich bitte alle Menschen, mir zu vergeben, für das, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Ich bitte göttliche Kraft der Liebe darum, dass wir in unseren Herzen die Vergebung spüren können. Und ich vergebe mir selbst für das, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Ich vergebe, denn ich liebe. Und so spüre die Weichheit, das weiche, liebevolle Empfinden in deinem Herzen. Und dann wächst die Liebe in dir, in deiner liebevollen Persönlichkeit, und je größer die Liebe ist, umso mehr reduziert sich die Angst und der Gräuel, und mit unserer Liebe stärken wir uns selbst, sehen die Fülle im Leben, sehen das Gute im Leben und können über dem realen anderen stehen. Liebe Freunde, bitte tragt eure Liebe
in eure Familien, in die Welt hinaus. Spürt diese Liebe jeden Tag tief in eurem Herzen zu euch selbst. Lasst uns das erwachende Bewusstsein der heutigen neuen Zeit wirklich leben. Und dieses erweiterte Bewusstsein erfordert liebevolle Werte, über die wir hier in diesen 50 Filmen gesprochen haben. Denn nur liebevolle Werte schenken uns innovative Ideen, die Ideen, die die heutige neue Zeit braucht. Und daraufhin folgen langfristige, lichtvolle Lösungen für uns, für unsere Familien, für unsere Mitmenschen, für die ganze Welt. Seid Lichtträger in dieser Welt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Segen und alles Liebe.